So, das ist ein Artikel wieder von Juri Paschalok, dem russischen Militärhistoriker, der behandelt eben das Thema der überschweren Panzer und heißt der eiserne Kaput. Der Name stammt von einer satirischen Serie aus den 90er Jahren. Da ging es um so einen kaputten, also so einen komischen Panzer und da weiß nicht, könnt ihr mal googeln, eiserner Kaput. Gibt es bestimmt auf YouTube mal Folgen. Auf jeden Fall, eiserner Kaput ist praktisch das Deutsch, der russische Ausdruck für irgendeinen schweren deutschen Panzer, der alles kaputt wälzt, so ungefähr. Aber halt auf satirische Weise. So. Unwahrheiten wurden nur erzählt über den deutschen halbmythischen überschweren Panzer P-1000. Sogar der Name für diese Maschine wurde von Enthusiasten ausgedacht: Ratte. Unter den Schichten von diesen Mythen war es schwierig, bis an die Wahrheit zu kommen. Doch wir versuchen es. Ein Projekt eines solchen Panzers existierte tatsächlich und wurde durch die Waffenamtleitung des Dritten Reiches betrachtet. Sogar mehr als das. Es wurden kleinere Modelle gebaut, der beiden Varianten von P-1000. Das Schicksal von Edward Grotte, dem Erschaffer von P-1000, ist nicht weniger interessant als die von ihm entwickelten Panzer. Die Arbeit von Herrn Grotte in der Sowjetunion ist es wert, separat extra nochmal erzählt zu werden. Sogar nicht nur für eine Geschichte, sogar für mehrere Geschichten oder Artikel. Hier hatte der talentierte Ingenieurkonstrukteur einen sehr originellen mittleren Panzer erschaffen. Den TG, also Tankgrotte. Er hatte eine starke Bewaffnung, eine dicke Panzerung und wurde mit einem gemischten Antrieb ausgeführt. Rad- und Kettenantrieb war möglich. Ausgerechnet die Originalität von dieser Maschine und der Motor, der projektiert wurde durch den Grotte selbst, wurden zu den Gründen von dem Durchfall dieses Projektes. Nichtsdestotrotz kann man behaupten, dass der Panzer von Grotte sehr klug projektiert wurde und wurde sogar viel schlauer projektiert als die deutschen Entwicklungen, die in der UdSSR erprobt wurden. Zur gleichen Zeit. Doch der Grotte war nicht nur an dem TG-Panzer in der UdSSR beteiligt, der deutsche Ingenieurkonstrukteur war auch in der Erschaffung vom T-35 beteiligt. Darauf weisen auf jeden Fall die Unterlagen hin in den Archiven. Also T-35 ist der Fünfturmpanzer, der wie bisschen wie T-28 aussieht, nur ein bisschen größer nochmal, 3 oder 4 Meter hoch, ich weiß gar nicht, und 5 Türme. Und Grotte hatte gutes Verhältnis zum Tuchatschews. Tuchatschewski war der sowjetische Marschall. Und von dem kam eine Aufgabe, die praktisch Ausgangspunkt für den P-1000 wurde. Die Rede ist von einem überschweren Panzer. Die Gefechtsmasse von dem wuchs langsam an. Und der Höhepunkt von diesem Wachstum wurde eben der Panzer der Küstenverteidigung. Projekt von dem Grot, das der Grotte im März 1933 vorbereitet hatte. Die Entwürfe hatte der Konstrukteur zusammen mit einem Brief an den
Genossen Duchaczewski geschickt. Der Projekt von einem 1000-Tonnen-Panzer wurde in der Leitung zur Mechanisierung und Motorisierung der Roten Armee betrachtet. Dort wurde auch die Meinung verlautbart, eine eigene Maschine mit einer Gefechtsmasse von 500 Tonnen zu entwickeln. Jedoch endete daran auch die Aktivität zum Megapanzer der Küstenwache. Man wollte keine immense Summen für solche Spielzeuge ausgeben. Sogar ein 90-Tonnen-Panzer T39, der ist ähnlich wie T35, nur noch viel größer und viel dickere Kanonen. So ein 90-Tonnen T39 würde dem Land 3 Millionen Rubel kosten. 3 Millionen Rubel, wenn ihr gestern geguckt habt, was hat die Su-85 gekostet? Ich glaube 166.000 Rubel. Dann könnt ihr euch das Verhältnis vorstellen, den Sinn von so einem Panzer. So, hier sehen wir im Bild die Publikation, ein Artikel zum 1000-Tonnen-Panzer von Grote. Dieser Artikel wurde in der Zeitschrift Kraftfahrkampftruppe im September 1937 gedruckt. Hier steht, ich weiß nicht, ich kann das versuchen zu lesen. In einer verbreiteten deutschen Wochenschrift erschien im Dezember ein reich mit Bildern ausgestatteter Bericht über einen Tank von 1000 Tonnen Gewicht, dessen Entwurf ein deutscher Maschineningenieur in der Zeit von 1930 bis 1934 für Sowjetrussland ausgearbeitet haben soll. Nebst den Bildern, von denen eines den Tank als Küstenbatterie im Kampfe mit Schlachtschiffen zeigt, enthält der Bericht auch eine Entwurfszeichnung des Grundrisses und folgende technische Angaben: allgemeine Ausmaße, Länge 34 Meter, 34 Meter, Breite 11 Meter, Bestückung in Zwillingstürmen je zwei 30,5 cm Kanonen und vier 15 cm Kanonen, ferner noch Kanonen kleinerer Kaliber. Panzerung vorne 300 mm, seitlich 250 mm, unten 100 mm, oben 75 mm. Maschinenanlage 24.000 PS. Geschwindigkeit 50 Stundenkilometer. 50. Da lachen wir jetzt mal ganz laut alle. Dieser Bericht erscheint so fantastisch und unglaubwürdig, dass er dazu anregte, ihn mit ein paar Rechnungen zu überprüfen. Die Info so einfach, dass jeder Geschichte. Die sind so einfach, dass jeder geschickte 15-jährige Junge sie nachrechnen kann. Es gab überraschende Ergebnisse. Der Bodendruck eines Raupenfahrzeuges darf um ein Sinken zu vermeiden, nur ungefähr ein Drittel Kilogramm für einen Quadratzentimeter betragen. Da das Gewicht des Tanks 1000 Kilogramm beträgt, 1 Million Kilogramm beträgt, muss er auf 3 Millionen Quadratzentimeter aufliegen, das sind 300 Quadratmeter. So groß ist aber ungefähr die ganze Unterfläche des Fahrzeuges. Die Raupen müssen also die gesamte Breite des Tanks einnehmen. Dies widerspricht nicht allein den Bildern, sondern ist auch deshalb undenkbar, weil dadurch das Ausführen von Wendungen unmöglich wird. Bei den vielen Arten der ausgeführten Wagen beträgt die Breite beider Raupen ungefähr ein Viertel der Gesamtbreite des Fahrzeuges. 1000 Tonnen Tank ist daher viermal zu schwer zu den gegebenen Forderungen. Das ist ein sehr interessanter Zeitungsartikel. Also man sieht, da hat man nicht zusammenfantasiert, die Leute waren gesund und bei Verstand. Zumindest noch
in dem Jahre 37. Nach dem an die Macht kommen von Adolf Hitler waren die deutschen Spezialisten aus dem UdSSR wieder rausgefahren. Also man sieht also, der Hitler hat von Anfang an gesagt, Bolschewisten sind unsere Hauptfeinde, weil es gibt ja Leute, die meinen, das gab einen Pakt und die wollten miteinander Freunde sein. Nein, Adolf Hitler hat von Anfang an gesagt, unsere Hauptfeinde sind Russen, UdSSR, Bolschewisten. Warum? Weil er gesagt hat, Bolschewisten sind gleich Juden und Juden sind Feinde der Deutschen. Es gab also nur eine zeitweilige Unangriffserklärung, nicht Angriffspakt. Mehr war da nicht zu machen. Deswegen sind die Deutschen gleich von der UdSSR raus. Es fuhr auch der Eduard Grote aus dem UdSSR. In Russland haben sie ihn Edward gesagt, weil Eduard gibt es in Russland nicht. Die sagen Edward. Eduard Grote. Was er aber in der zweiten Hälfte der 30er Jahre gemacht hat, ist wenig bekannt. Ihm gehören mehrere Patente für Erfindungen, die mit Motorgetriebegruppen zusammenhängen. Danach zu richten, hatte Grote weiter an Panzertechnik gearbeitet, Militärtechnik, aber nicht irgendwelchen konkreten Panzer entwickelt. Und auf den Seiten der deutschen Zeitschriften hatte der nach Deutschland zurückgekehrte Ingenieur eine kräftige Diskussion mit Günther Burstin geführt, oder Bürstin, ich weiß nicht, der praktisch ein, der hätte werden können, ein Vater der österreich-ungarischen Panzerbaus, hätten die Österreich-Ungarer damals Panzer gebaut. Zum Beispiel in der deutschen Militärzeitschrift Kraftfahrtruppe im September 1937 hatte Grote detailliert erzählt über seine Tätigkeit in der Sowjetunion, besonders über den 1000-Tonnen-Panzer. Und Archivunterlagen bezeugen, dass die Erzählung von Grote kaum nach den Geschichten von Baron Münchhausen aussahen, und sondern im Großen und Ganzen der Wahrheit entsprach. 5 Jahre später hatte Grote detailliert an Otto Mercker, nicht detailliert, sondern ähnlich Otto Mercker, das Angebot von neuem Reichsminister der Bewaffnung und Munition Albert Speer angenommen und ging in sein Team ein. Und seine Tätigkeit betrug also Unterwasserflotte. Der ehemalige Panzerentwickler hatte einen sehr hohen Posten und wichtigen Posten. Er war der Spezialist, zuständig zu Fragen des Baus von U-Booten beim Reichsministerium der Bewaffnung und Munition. Grote war nicht irgendein Träumer, der zum Adolf Hitler kam mit seiner mit seiner extravaganten Idee, mit seiner außergewöhnlichen Idee des überschweren Panzers. Es war alles komplett umgekehrt, wenn man dem Schriftwechsel nach urteilt. Ausgerechnet Adolf Hitler wurde der Initiator der Arbeiten zum zukünftigen P-1000. Das geschah im Juni 1942. Die Aufgabe bekam Grote nicht direkt vom Reichskanzler, sondern über den Speer. Entsprechenden Nachforschungen von Walter Spielberger war der erste Vorschlag
Grotte der Hitler bekannt gemacht am 22. Juni 1942. Das ist auf dem Bild ist eben ein Schiffsmotor MAN V12Z 32/44. Ein paar solcher Motoren sollten die erste Variante des Antriebes für PN-1000 darstellen. Über die Existenz des Projektes PN-1000 ist bekannt, dass hauptsächlich dank den Memoiren deutscher Heeresführer und der überlebende Anführer des Dritten Reiches, zum Beispiel Speer. Die Wahrheit ist, dass Speer diesen Fakt meidet, dass diese Gigantomanie nicht nur von ihm unterstützt wurde, sondern auch, wenn es zumindest nicht seine Idee war, dann wurde es zumindest mit seinen Mühen praktisch ist es auf die Welt gekommen, diese Idee. Also er war direkt daran beteiligt, dass also solche Projekte auf die Welt kamen, und davon erzählt er aber ungern, dass es eben seine Arbeit war. Also in dieser Hinsicht sind die am meisten jährlich die Memoiren von Guderian. Der General hatte eine lange Zeit den Posten des Hauptinspekteurs der Panzerstreitkräfte besetzt und bekämpfte aktiv solche Monsterprojekte. Vielleicht war es auch mit ein Grund, warum man den dann abgesetzt hatte. Wa? Also wir haben im Bild einen alternativen Antrieb, Daimler-Benz MB 501. Solche Motoren hätten 8 Stück montiert werden sollen. Und im Schiffsbau ist ein solcher Antrieb, der aus mehreren Motoren besteht, keine Seltenheit. So, Zitat. Weiterhin ging Hitler zu den wichtigsten Fragen des Panzerbaus und war einverstanden mit den Vorschlägen, mit den vorgeschlagenen Prinzipien, dass im Panzerbau eine hohe Wichtigkeit in erster Linie die schwere Bewaffnung besitzt und in zweiter Linie eine hohe Geschwindigkeit, in dritter Linie eine starke Panzerung. Früher mal lebten in ihm zwei Seelen. Er dachte, dass nur eine dicke Panzerung ein absolut unabdingbares Mittel darstellt. Seine Fantasie verwandelte sich in Gigantomanie. Ingenieure Grotte und Hacker bekamen eine Bestellung zur Konstruktion von Panzergiganten mit einem Gewicht von 1000 Tonnen. Zur Konstruktion des Panzers Tiger der Firma Porsche war die Panzerungsdicke mit 100 mm angegeben. Und als die Bewaffnung wurde noch 150 mm L37 oder 100 mm L76 angegeben. Der Professor Porsche versprach, die ersten Maschinen am 12. Mai 1943 herauszubringen. Das war Auszug aus Guderians Memoiren. Also der erwähnte Oskar Hacker war wie auch Grotte kein gewöhnlicher Ingenieur. Er leitete die Firma Steyr und er ging auch in die Panzerkommission ein. Das ist die Kommission, die von Ferdinand Porsche mit Unterbrechungen geleitet wurde.
So, im Bild haben wir die 30,5 cm SKL50 der Küstenbatterie. Und diese Bewaffnung wurde eben anfänglich als Hauptbewaffnung für P1000 vorgesehen oder gedacht, angedacht. Grote war als Berater von Speer sehr gut damit vertraut, dass die ersten Entwicklungen bereits bei der Kriegsmarine vorlagen. In die praktische Phase ging die Arbeit zum zukünftigen P1000 am 17. Juli 1942. An diesem Tag hatte Grote einen Brief an Erich Müller geschickt mit dem Spitznamen Kanone Müller, der Chefkonstrukteur von Krupp. Zitat: Ich bekam vom Führer über den Reichsminister Speer die Aufgabe zur Entwicklung einer überschweren Kampfmaschine mit Kettenantrieb, mit einem Eigengewicht von mehreren hundert Tonnen. Wahrscheinlich ist es Ihnen bekannt, dass ich der Spezialist im Bereich der Herstellung von Militärtechnik bin. Der Motor eines solchen Transportmittels soll die Leistung von 16.000 PS haben. Diese Leistung soll von einem Torpedobootmotor erbracht werden über einen Gruppenantrieb. Die Idee der Anordnung des Getriebes zwischen den Motoren und zwischen den Kettenantrieben fordert noch eine separaten konstruktionellen Lösung. Und es wird wahrscheinlich notwendig sein, die Herstellungsschwierigkeiten zu überwinden, da in der Verfügung der Firma Friedrich Krupp AG sich eine ausgezeichnete Mittel von zur Herstellung von Getrieben befindet. Es wäre sehr wünschenswert für mich, die Beratung eurer Spezialisten zu bekommen. Außerdem habe ich von der obersten Leitung der Kriegsmarine erfahren, dass in eurer Fabrik in Essen Arbeiten geführt werden zur Projektierung von Artillerieschiff für die Verwendung an der westlichen Küste. Wie uns bekannt wurde, ist die Sache schon richtig weit fortgeschritten, obwohl die existierende Aufteilung der Kategorien und der Dringlichkeit praktisch der baldigen Vollendung des Projektes im Wege ist. Eventuell ist es die Möglichkeit, beide Projekte zu vereinigen, wie Projekte, die entsprechende Priorisierung besitzen. Und das müssen wir am besten persönlich diskutieren. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir die Möglichkeit gegeben hätten, über meine Ideen zu erzählen und die speziellen Abteilungen von Friedrich Krupp AG dafür ranzuziehen, zur Beratung, zur Realisierung von meinem Projekt. Mit einem großen Interesse erwarte ich Ihre Antwort. Und der Brief endet mit dem traditionellen Nazi-Gruß. Eine solche rasche Wendung in dem Schicksal von Grote, der erst vor 10 Jahren in der UdSSR einen Panzer für den Genossen Tuchatschewski entwickelt hatte, soll euch nicht verwundern.
In der damaligen Zeit waren viele in Deutschland in die nationalsozialistische Arbeiterpartei eingetreten, um einen besseren Posten zu bekommen. In Deutschland war NSDAP nicht selten zum Spaß als na, suchst du auch Pöstchen entziffert worden. Also NSDAP, na, suchst du auch Pöstchen. Jetzt hatte Grote also eng mit der Leitung von Krupp zusammengearbeitet und ausgerechnet dank dieser Zusammenarbeit wurde auch der Schriftwechsel zum PN-1000 aufbewahrt, die in den Archiven von Krupp dann blieb. Das Heranziehen an dieses Projekt einer solchen Figur wie Müller bezeugt davon, dass eben eine sehr ernsthafte Beziehung zu diesem Projekt von der deutschen Leitung eben entgegengebracht wurde. Also das Projekt wurde wirklich als ernsthaftes Projekt angesehen. Das ist im Bild die dreitürmige Variante des überschweren Panzers, die Kampfmaschine von Grote. Also man sieht die Panzerung sogar angewinkelt. Das ist damals eben nichts Neues gewesen. Der Grote hatte auch auf seinem Panzer, den er in der USSR entwickelt hatte, auch sehr stark angewinkelte Panzerplatten verwendet. Am 13. August in Essen gab es eine Besprechung, dass der Entwicklung von dem überschweren Panzers gewidmet war. Darauf hatte Grote als erstes das Gesamtkonzept der Maschine formuliert. Anfänglich sollte ihre Kampfmasse ca. 800 Tonnen betragen, die Länge 35 Meter und die Breite 14 Meter. Grote schlug vor zwei Varianten des Fahrwerkes. In beiden Fällen sollte pro Seite jeweils drei Ketten mit einer Breite von 1200 mm, also 1,2 Meter, verwendet werden. Die Länge der Stützfläche betrug 21 Meter und der Verhältnis der Bodendruck betrug dann 0,54 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Nach den Berechnungen betrug also der Druck der Kette auf die Ketten 400 Kilogramm pro Meter. Detailliert wurde die Aufhängung und die Elemente des Fahrwerkes nicht durchgearbeitet. Jedoch nach den Berechnungen von Grote sollten die Antriebsräder einen Durchmesser von 3 Meter betragen haben. Es wurden zwei Varianten des Antriebes in Betracht gezogen. Der erste sah vor eine Benutzung von zwei Zweitakt-Dieselmotoren MAN V12Z230/44 mit einer Leistung von 8500 PS jeder. Diese 24-Zylinder-Motoren waren vorgesehen für die Zerstörer des Typ 42. Jeder von denen sollte sechs solche Motoren haben. Alternative waren 8 20-Zylinder-Motoren von Daimler-Benz MB 501. Diese Dieselmotoren hatten eine Leistung von 2000 PS, hatten ebenfalls eine Marineherkunft und wurden auf die deutschen Torpedoboote verbaut. Großer Vorteil von der zweiten Variante war, dass summar diese sechs Motoren nur 34 Tonnen wogen
Und zur gleichen Zeit diese zwei MAN-Motoren wogen 128 Tonnen. Brutal. 128 Tonnen wog der Motor. So, auf diesem Bild sehen wir die maximale Richtwinkel nach oben für diese Kanonen. Als Basis nahm der Grote seine Entwicklungen in der UdSSR. Der Konstrukteur verstand wunderbar, dass ohne die Hilfe von Krupp er nichts schaffen wird. Deswegen bat er Müller darum, ihm 20 Mann abzustellen, die seine Maschine entwickeln sollten. Im Großen und Ganzen war Müller nicht dagegen, da der Konzern Krupp in diesem Fall faktisch ein Entwi zum Entwickler des Superpanzers wurde. Und damit verbunden hat der Konstrukteur Krupp eben das Abstellen von 20 Mann auf der vorläufigen Etappe der Entwicklung erstmal übertrieben, da der Grote noch nicht einmal den Entwurf fertig hatte. Es war eine ganze Reihe von prinzipieller Fragen nicht gelöst. Zum Beispiel Waffenwahl. Es gibt einen Irrtum, dass PN-1000 anfänglich projektiert wurden mit dem Hintergedanken zur Benutzung des Turmes von dem Taschenschlachtschiff Gneisenau. Aber das ist falsch, wie aus dem Protokoll der Besprechung folgt. Anfänglich hatte der Grote überhaupt keine klare Idee, womit diese fahrende Landfestung bewaffnet werden sollte. Alles, was er erreichen konnte zu dem Moment von der Kriegsmarine, war eine Zeichnung der Küstenbatterie mit einem Verbau von 305 mm Schiffsartillerie SK-L50. Diese hatten auf verschiedenen Modellen von dem Panzer verschiedene Kanonen drin. Hier nochmal ein Foto von vorne. Man sieht also den seitlichen Neigungswinkel von der Panzerung. Nach allem zu urteilen, war die erste Variante der überschweren Maschine Grote ein dreitürmiger Panzer. Es gibt Bilder von dem Modell, der praktisch von der Leitung für Grote vorbereitet wurde im Herbst 1942. Und diese Version hat mit dem PN-1000 gemein, die gleiche Konstruktion von dem Fahrwerk. Der Turm mit dem Hauptkaliber wurde in der Mitte angeordnet, etwas verschoben zum Heck und wurde von Null an entwickelt. Dort sollten Kanonen mit 30,5 cm Kaliber SK-L50 verbaut werden. Vorne wurden zwei kleinere Türme mit Zwillingskanonen 128 mm 12,7 cm SKC-34 angeordnet. Eine typische Bewaffnung für deutsche Zerstörer. Über die Idee zur Benutzung auf dem PN-1000 von Panzertürmen oder die Benutzung vom Mausturm kann man sagen, dass diese nichts anderes sind als das Kind einer reichen Fantasie von verschiedenen Autoren. Der Turm von Panzerkampfwagen Maus erschien erst in dem uns bekannten Konstruktion erst ein halbes Jahr nach dem Tod des Projektes PN-1000.
Zu gleichen Fantasien gehört auch der Verbau von 128 mm Kanonen in der Frontplatte der Wanne. So, ein Foto von der Seite. Die dreitürmige Version hat einen zum Heck verschobenen Hauptturm. So, die Wände des anfänglichen Projektes von Grotte erinnerte an das Projekt von 1933. Es kann natürlich keine Rede sein, von dass es kopiert wurde, jedoch eine Reihe von Elementen, einschließlich der V-förmigen Wanne, der Motorabdeckung, sieht man auf dem nächsten Foto, hier am Heck, so eine V-förmige. Wurden also hier eindeutig von dem früheren Projekt Grotte übernommen. Und sogar das Schema mit der Heckanordnung des Hauptturmes wurde bereits bei Grotte benutzt. Auf dem früheren Projekt, den er eben einen super schweren Panzer, den er für die Sowjetunion projektierte. Das betrifft auch die Anordnung des Motors und Getriebes frontal in der Wanne. Die kleineren Kanonentürme und die Flaktürme des deutschen Projektes wurden auf sehr massiven Kettenabdeckungen angeordnet, die praktisch auch Schottungen darstellten, die das Fahrwerk abdecken sollten. Im Frontbereich wurde ein Steuerraum vorgesehen. Die dreitürmige Variante hatte rationelle Anordnung der Panzerplatten, das die Panzerung nochmal verstärkte und die Wahrscheinlichkeit eines Abprallers der feindlichen Granaten eben erhöhte. Im Bild sehen wir einen Flakturm HD 151, die eben auf den späteren Varianten des überschweren Panzers zur Geltung gekommen ist. Das Fahrwerk stellte eine besondere Entwicklung der Konstruktion des Fahrwerkes von seinen vorläufigen Varianten des 1000 Tonnen Panzers für die UdSSR. Die dreitürmige Variante sollte jeweils 12 Fahrrollen je Seite haben, plus zwei Fahrrollen jeweils im Frontbereich, im Bug und im Heck. Diese sollten die Ketten spannen und die Aufpraller abdämpfen beim Überwinden von vertikalen Hindernissen. Die Elemente der Aufhängung waren maximal nach unten verschoben, was die Wartung erleichtern sollte. Je Seite hatte man drei Ketten. Im Prozess der Arbeiten zum Projekt hatte der Grotte auch das Modell weiterentwickelt. Die anfänglichen zwei kleinen Türme mit den 128 mm Kanonen sollten dann auch die Rolle der Flaktürme übernehmen. Doch es war offensichtlich, dass solche Bewaffnung für effektive Bekämpfung von Luftangriffen ungenügend ist.
mit zur Bekämpfung von Flugzeugen waren auch kleinere Systeme mit kleinerem Kaliber erforderlich. Hier half Grote die deutsche Flugzeugentwicklung auf den Wasserflugzeugen Blohm und Voss wurde ein Flakturm HD-151 verbaut, eine hydraulische Drehringlafette 151 mit hydraulischem Antrieb. Diese wurde mit 20 mm automatischen Kanone MG 151/20 bewaffnet. Hier ist ein weiterentwickeltes Modell mit den Türmen HD 151 an den Seiten, wie man sieht. Auf dem weiterentwickelten Modell erschienen gleich 8 Flugabwehrtürme HD 151. Aber die erste Variante der kleinkalibrigen Waffen ist schwierig als erfolgreich zu bezeichnen, denn je drei Türme hatte Grote auf den Seiten angeordnet und am Heck nochmal zwei. Bei einer solchen Anordnung der Flakturme gab es sehr viele Todeszonen. Zuallererst am Bug. Also frontale und fliegende Flugzeuge konnten mit den kleinen Türmen nicht beschossen werden. Also man sieht also die drei auf der Seite und nochmal zwei am Heck. Gegen Ende September 1942 wurde das Projekt erstmal fertiggestellt und modifiziert wurde auch die Kanonenvorrichtung. Es wurde also der Turm des Schlachtschiffs Gneisenau in der Nacht vom 26. auf 27. Februar 1942 war das Schlachtschiff, das sich derzeit zur Reparatur in Kiel befand, angegriffen durch englische Bomber. Und auf die Kieler Werft fielen 1000 Pfund Bomben, also 454 Kilogramm. Und eine davon traf das obere Deck des Schlachtschiffs Gneisenau direkt vor dem Kanonenturm A. Anton. Von der Explosion starben 112 Mann und 21 wurden verwundet. Der Turm wurde abgerissen und in die Höhe geschleudert, einen halben Meter hoch. Es wurden Elemente der Panzerung und des Gehäuses beschädigt. Nach den Einschätzungen der Kommission, die das Schiff begutachtete, ist diese aus dem Bestand der Kriegsmarine für 2 Jahre ausgeschieden. Faktisch hatte die Bombe die Karriere von Gneisenau als eine Kampfeinheit unterbrochen. Auf dem Bild sehen wir die fünftürmige Variante des überschweren Panzers. Anfänglich plante man, das beschädigte Schlachtschiff zu modernisieren und bei diesem die 283 mm Kanonen SKC-34 durch 380 mm SKC-34 auszutauschen. Dabei reduzierte sich die Menge der Kanonen je Turm von 3 auf 2. Doch bekam diese Idee keine Entwicklung. Am 1. Juli 1942 begann die Überführung der Mannschaft von Gneisenau auf andere Schiffe. Und von dem Schiff wurde auch die Bewaffnung abmontiert und das Schiff selbst wurde als eine Blockade benutzt. Die Bewaffnung, einschließlich der Kanonentürme, sollten benutzt werden als Küstenbatterien in Verteidigungseinrichtungen.
Und damals kam also die Idee auf, einen den Turm für die Bewaffnung des überschweren Panzers zu benutzen, der entsprechend dem Konzept von Grotte auch als eine bewegliche Küstenverteidigungsbatterie eingesetzt werden sollte. Und schließlich wurde die im Endeffekt die drei Kanönige Ausführung viel zu schwer. Hier haben wir Kanonen mit maximalen Richtwinkel nach oben. Diese Türme hatten alle reale Prototypen. Also die Bewaffnung existierte, die Motoren existierten, die Flugabwehrtürmchen existierten. Es kam also zu einem neuen Modell des Panzers, diesmal ein fünftürmiges Modell. Grote hatte es endlich erreicht, dass er zu den Materialien der Kriegsmarine Zugang erlangt, vor allem zu Informationen über die Artillerien, die vorhanden waren, ebenfalls zur Dokumentation der Projekte. Als Ergebnis bekam er statt von konzeptuellen Kanonen, die erst entwickelt werden sollten, eben die Bewaffnung, die bereits existierte. Und das betrifft nicht nur die Türme des Hauptkalibers und auch der Flugabwehr der Türme HD-151. Die praktisch auf dem Perimeter angeordneten Türmchen hatten reale Prototypen. Die zwei kanönige Türme für die deutschen für die deutschen Zerstörer des Types 36C, Klammer Z46, Z50. Diese wurden bestellt 1942, aber nicht gebaut. Die Türme sollten bewaffnet werden mit 128 mm universellen Kanonen, 12,7 cm SKC-41. Später sollte der Hauptturm weiterentwickelt werden. Die zentrale Kanone sollte demontiert werden, was einen Gewichtsgewinn bringen würde, eine Erleichterung. Nochmal das Foto von oben, von der fünftürmigen Variante. Die Weiterentwicklung betraf auch das Fahrwerk. Wegen ernsthafter Veränderungen der Bewaffnung wurde der Hauptturm wieder nach vorne verschoben und Motorgetriebeabteilung wurde nach hinten verschoben. Das Fahrwerk wurde noch ähnlicher einem Fahrwerk eines richtigen Panzers, der damals dem Panzer, der damals für die UdSSR entwickelt wurde von Grote. Besonders ähnlich war das Fahrwerk. Die Anzahl der Fahrrollen wurde reduziert auf 6. Dabei erhöhte sich der Durchmesser dieser Rollen. Die Flugabwehrtürme HD-151 wurden rationeller angeordnet. Die fünftürmige Variante des Projektes war auch nicht sehr lange aktuell. Die beeindruckende Bewaffnung hatte einen Nachteil: zu großes Gewicht. Die Berechnungen, die durch Grote durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass der weiterentwickelte Variante bereits über 1000 Tonnen wog. Das ging nicht in die Pläne des Konstrukteurs ein. Der dachte, dass sein Kind ein Leistungsgewichtsverhältnis haben sollte von 16 PS pro Tonne. Bei einer solchen Leistung erwartete er, dass der Panzer eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreicht. Nach der Weiterentwicklung kam es zu einem dritten Projekt des Panzers,
der eben dann als Hauptvariante zählte. Von den Türmen der Zerstörer musste man wieder absehen. Eine ernsthafte Überarbeitung bekam auch die Wanne. Zum 10. Oktober 1942 hatte Grote eine Eskizze vorbereitet, einen Entwurf, und zeigte ihm am 17. Oktober an dem Speer. Das ist diese Küstenbatterie C, die in der Irlandet-Vorrichtung verbaut wurde. Ab Oktober kam es auch zu einem Schriftwechsel zwischen Grote und Müller. Dort kam es zu der Frage über die 128 mm Kanonen, die zu einem Streitpunkt wurden unter den Liebhabern der Militärgeschichte. Grote schrieb Folgendes: Ich habe versucht, anstatt der am Heck angeordneten 8,8 cm Kanone eines U-Bootes ein 12,8 cm Flakgeschütz zu verbauen. Sein Gewicht war natürlich viel größer, jedoch war diese Komponierung nur ein Vorschlag, und möglicherweise können ihre Spezialisten ein gleichwertiges System zum Austausch vorschlagen, vielleicht mit einer leichteren Kanone. Ich bekam von der Kriegsmarine Daten entsprechend der Lagerung von Munition, die mit der Rücksicht der Flottenerfahrung eben verändert werden können. Es ist offensichtlich, dass hier die Rede von einem Marinegeschütz ist. Jedoch nicht eine Kanone, die man vorsah, am Heck zu verbauen, nicht ein Entwurf, das dem Speer gezeigt wurde, blieb nicht erhalten. Es blieben nicht erhalten auch die Zeichnungen, die am 31. Oktober Grote an Krupp schickte. Eventuell gingen diese verloren in einer der Bombardierungen, die Krupp erlitten hatte im 1943. Nichtsdestotrotz, aus dem erhaltenen Schriftwechsel kann man verstehen, woher dieser Index P1000 kam. Die Ziffer bedeutet die Masse des Panzers. Jedoch wurde dieser Index fast niemals benutzt. Entsprechend der Spezifikationen, die in dem Vertrag erwähnt wurden, sollte P1000 folgende Charakteristika betragen haben: volle Länge 39 Meter, die Länge der Wanne 35 Meter, Breite 14 Meter, volle Höhe 11 Meter, Höhe der Wanne 6,5 Meter. Die Länge der Stützoberfläche der Ketten 21 Meter. Breite der Ketten 1,2 mal 3. Bodendruck 0,54 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Volle Masse 1000 Tonnen. Verteilung der Masse: Bewaffnung 300 Tonnen, Panzerung 200 Tonnen, Wannenelemente 200 Tonnen, Fahrwerk 100 Tonnen, Motor und Getriebe 100 Tonnen. Vielleicht klingt es unerwartet, jedoch war die deutsche Industrie der damaligen Zeit sogar imstande, P1000 zu bauen. Man soll sich hier daran erinnern, dass der Hauptgrund, nachdem der überschwere Panzerkampfwagen Maus nicht zu einem Serienfahrzeug wurde, war eben die Zerstörung durch die britische Bomberflotte
der Fabriken von Krupp. Außerdem war der Müller nicht imstande, die Serienherstellung von dem dicken Gustav durchzusetzen. Die Idee der Erschaffung des Panzers mit einer Masse von 1000 Tonnen kommt uns total verrückt vor. Doch die Entwicklung und Bau von zwei kolossalen Kanonen mit einem Kaliber von 800 mm, schwerer Gustav, die eine gemeinsame Länge über 47 Meter hatten und eine Masse von 1350 Tonnen, war nicht weniger verrückt. Fortbewegt sollte dieser Monster nur auf einer zweireihigen Eisenbahn, und die Vorbereitungszeit der Positionen zum Schuss betrug 3 bis 6 Wochen. Und dieses ganze Glück wurde nur ein paar Mal benutzt, zum Beispiel beim Sturm von Sevastopol mit einem lächerlichen Ergebnis des Beschusses. Im Bild haben wir die einzige Abbildung von P1000 aus dem Vertrag, die praktisch mit Krupp der mit Krupp geschlossen wurde. Da es keine Seitenansicht gibt, gibt es nur Mutmaßungen über die Konstruktion des Fahrwerks. So, an dieser Stelle hätte die Geschichte des P1000 bereits enden können, da Speer solche Projekte immer loswerden wollte. Jedoch wurden die Arbeiten an diesen Projekten fortgesetzt bis zum Mai 1944. Aber dann schon bereits ohne Grote. Müller hatte praktisch sein Projekt P1000 und den Autor von dem Projekt sehr diskret zur Seite geschoben. Davon bezeugt das Protokoll der Besprechung vom 13. Dezember 1942. Grote stellte die Fotos von seinem neuen Modell vor, wo beide Türme bereits nur begrenzt mit der Oberfläche der Maschine verbunden waren. Ich denke, er weiß bereits, dass der Minister sein Projekt nicht weiter finanzieren will und dass die Firma Krupp bereits die Anweisung erhalten hatte zur Entwicklung eines ähnlichen Projektes. Ohne in Details einzugehen, habe ich ihm diese Information bestätigt, aber erwähnt, dass für unsere Maschine eine andere taktische Aufgabe aufkommt. Deswegen werden wir leider nicht seine Entwürfe benutzen können. Grote hat das zur Kenntnis genommen. Die Arbeiten zum P1000 wurden eingestellt, um den Weg zu ebnen für die eigenen Entwicklungen von Krupp. Aber auf die gehen wir etwas später ein. Ein anderes Schicksal war für den Turm vorgesehen. Dieser sollte auf dem P1000 benutzt werden. Der Turm B Bruno wurde 1943 in eine Küstenbatterie verbaut, Fjell, nähe Bergen in Norwegen. Die Batterie führte die auferlegten Aufgaben ausgezeichnet aus. Die Bewachung von der Küste rund um Bergen, dank der Schussweite von 41 Kilometer. Nach dem Krieg wurde dieser Turm zerlegt. Von ihm blieb nur noch der Betonbau
Boden, Betonbunker. Der Turm C. Caesar wurde an der Küstenbatterie Ørlandet verbaut, die praktisch die Zugänge zum norwegischen Staat Trondheim deckte. Nach dem Krieg befand sich dieser im Dienste der norwegischen Armee. Die Batterie wurde umgenannt in Austrad. Außerdem bestand der norwegischen Küstenbatterie, wurde sie 1977 ausgeschlossen. Jedoch wurde diese Anlage erhalten. Im Jahre 1991 wurde die ehemalige Batterie zu einem Museum. Jeder Wünschende kann in das Innere von diesem Monster reingucken. Und der bedeutende Teil der Mechanismen ist immer noch funktionsfähig. Ich sage mal, made in Germany. Man kann ja nur anmerken, dass bei dem Einbau an der Küste haben beide Türme ihre Weitenmesser verloren und auch diese Panzerung. So wurde das auch bei dem Einbau auf dem P-1000 vorgesehen. So, hier haben wir die Rekonstruktion der Außenansicht von dem P-1000. Diese wurde durch Sergei Lebedev ausgeführt. Und das Fahrwerk wurde nach dem Typ der dreitürmigen Variante ausgeführt. Die Aufgabe zur Entwicklung einer Kampfmaschine, die ähnlich dem Projekt Grotte war, bekam Konzern Krupp. Und vor dem Hintergrund dessen, was dort projektiert wurde, rauchte P-1000 nervös nur irgendwo an dem Wegesrand. Das Kind von Konstrukteuren von Krupp wird manchmal P-1500 genannt, obwohl es in den Dokumenten niemals so genannt wird. Und die Masse von diesem Panzer im Falle des Baus würde 1500 Tonnen weitaus übersteigen. Manchmal wird unter dem Index P1500 fälschlicherweise die Kettenversion des schweren Gustavs genannt, mit Panzerung, die 250 mm betrug. Zwei Türme eines Kalibers von 150 mm und vier Dieselmotoren eines U-Bootes als Antrieb. So wurde die Information gedeutet, die mit zwei Zeilen in dem Buch Special Panzers von Walter Spielberger erwähnt wurde. Dank den Mühen von Michael Fröhlich konnte man herausfinden, dass in der Realität nichts Gemeinsames mit dem schweren Gustav, das Projekt des überschweren Panzers von Krupp, besitzt. In den Spezifikationen, die vom 4. Februar 1943 datiert wurden, wurde das Projekt in zwei Varianten vorgeschlagen: 800 Tonnen mit einer 600 mm Mörser und 1800 Tonnen mit einem 800 mm Mörser. Die Länge der 1800 Tonnen Maschine sollte 25 Meter betragen, die Breite 12,8 Meter und maximale Höhe 8,25 Meter. Die Dicke der Frontpanzerung wurde mit 250 mm geschätzt und der Seiten 200 mm. Und angetrieben werden sollte die Maschine durch vier Motoren Daimler-Benz MB501 mit einer Gesamtleistung von 8000 PS. Dabei betrug die maximale Geschwindigkeit mickrige 7 km/h. So. Das ist die Spezifikation aus dem Archiv eben zu dieser Maschine, die eben
manchmal P1500 genannt wird. Und man sieht, dass entsprechend dem Blatt hier überhaupt nicht keine Rede vom schweren Gustav ist. Kaliber 60 und 80. Lauflänge L21 bei 60 cm und L13,6 bei 80 cm. Dann der Bodendruck 1500 Kilogramm pro Quadratzentimeter, 2400, 2400, 1500, je nachdem welche Variante. Geschossart, Gewicht 3 Tonnen bei 60 cm, 7 Tonnen bei 80 cm, Betongranate, Sprenggranate 4800 Kilogramm und 6 Tonnen Mörsergranate. Sehr langsame Austrittsgeschwindigkeit, weil es sich um Mörser handelt. Und Panzerung ist da unten. Also ihr seht selbst alles. So, im Unterschied zum P1000 wurde die Projektierung von diesem Gerät sogar bis zum einem Abschluss eines Vertrages geführt. Das Schicksal des Projektes P1500 war sehr kurz. Er ging sehr schnell unter. Jedoch ändert die Geschichte der deutschen Landschlachtschiffe nicht hier. Der nächste wurde das Projekt Panzermörser Urling. Die Entwicklung einer 800-Tonnen-Variante von P1500. Seine Gefechtsmasse erreichte 1049 Tonnen, die Dicke der Panzerung zwischen 150 und 200 mm frontal, 100 mm seitlich. Und als Hauptbewaffnung wurde vorgesehen eine 600 mm Mörser. Die Länge von Urling betrug 22 Meter, Breite 10,5, Höhe 7 Meter. Als Antrieb 8 Motoren MB 507 mit einem elektrischen Getriebe. Höchstgeschwindigkeit 10 km/h. Die erste Variante sollte 1. Januar 1945 angefertigt werden und insgesamt sollten 5 Maschinen gebaut werden. Die letzte sollte am 1. Februar 1946 fertig werden. Faktisch ist das der einzige Apparat, der auf die Bezeichnung Panzerwaffe 46 prätendent ist, quasi so genannt zu werden. Die letzte Aktivität von Urling, also zum Urling, wurde datiert Juni 1944, als die Frage betrachtet wurde zur Benutzung auf der Maschine einer Gasturbine, aber keine anderen Informationen außer dem Schriftwechsel zu diesem Projekt wurde nicht erhalten. Das im Bild ist der Bagger 288. Das ist eben die größte Landmaschine auf Ketten. Und schaut mal, was draufsteht. Wer hat sie gebaut? Krupp. So, Realität übersteigt manchmal die mutigsten Fantasien. Konzern Krupp hatte solche Landmonster trotzdem zum Schluss erschaffen. Im Vergleich zu denen wären P1000 und P1500, wenn sie diese gebaut worden wären, als Kinderspielzeuge vorkommen würden. Jedoch ist das eine Maschine der friedlichen Zwecke, für friedliche Zwecke. 1978 hat der Krupp die Rotorvariante von Bagger 288 gebaut, die längste Landmaschine der Welt. Diese 240 Meter lange Maschine
hat eine Masse von 13.500 Tonnen. Insgesamt 5 Meter reicht sie nicht bis auf die Länge des Zeppelins LZ-130 Graf Zeppelin II, der größte in der Geschichte Flugapparat war. Der Bagger mit einer Höhe von 96 Meter verarbeitet 10.000 Kubikmeter Erz und der schwerste Bagger aber ist aber ein anderer, das ist eine andere deutsche Maschine, Mantagraf RB293 oder Bagger 293. Er ist etwas kürzer als sein Konkurrent und wiegt dabei 14.200 Tonnen. Also an dieser Stelle ist Artikel zu Ende. Ich zeige euch vielleicht noch ein bisschen auch ein paar interessante Bilder aus diesem Buch. Machen wir ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt. So. So. Das ist praktisch das, was der Grote in der Sowjetunion entwickelte. Sieht also ziemlich ähnlich. Und hier ist so ein Größenvergleich, ja. Man sieht schwarze Umrandung, das ist eben, Moment. Das ist der Panzer von Grote, die erste Variante zumindest. Dann graue, das ist die Maus. Ja. Panzerkampfwagen Maus. Und daneben Panzer 1, der kleine weiße Zwerg. Hier geht es auch um den Löwen. Gehen wir weiter. GW Tiger oder Grille 15 hieß der. Grille 12. Das ist praktisch der Panzer, denn der Grote, das ist der Panzer von Grote quasi. Mittlerer Panzer, ne? Man sieht also schräge Formen. Diesen Panzer hat er praktisch für die Sowjetunion entwickelt. Damals, für damalige Zeit sehr, sehr, sehr fortschrittlich, aber eben zu komplex, zu teuer. So, und hier eben, das ist der Grote Küstenpanzer, Küstenverteidigungspanzer für die Sowjetunion. Noch einmal. Noch eine Maschine, aber die scheint einem Steampunk Welt entkommen zu sein. Das ist aber reine Illustration nach einer Beschreibung. Das ist also kein Projekt jetzt. Man sieht, dass man so einen Panzer vielleicht hätte kaum lenken können. Er hat vier Ketten, die praktisch über die gesamte
Wanne verlaufen, dann zum Lenken müssten, ich weiß nicht, die äußeren Ketten dann langsamer oder entgegengesetzt laufen als die inneren Ketten. Ja gut, das ist so viele Fantasien hier. Edward Grote, man schreibt auch Edward Grote jetzt beim Spielberger, das ist das Buch von Spielberger. Michael Fröhlich, Entschuldigung. Michael Fröhlich schreibt auch Edward, vielleicht hieß der wirklich Edward und nicht Edward. Tonnen Mörserbär. Also drum. Gut, aber 120 Tonnen sind keine 1000 Tonnen, ne? So. Sonst haben wir keine interessanten Illustrationen mehr. Wie gesagt, wer da noch näher mehr lesen will, der kann sich dieses Buch holen. Das ist von Michael Fröhlich über schwere Panzerprojekte, Konzepte und Entwürfe der Wehrmacht. Das gibt es unter anderem in dem Panzermuseum in Fulda zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht bei Amazon auch gibt. Kostet, weiß nicht, was das kostet, 30 Euro oder sowas. So Leute, ich bedanke mich. Hoffe, es war interessant. Wer hat da überhaupt zugehört überhaupt? 68 Leute sind noch da. Also ich danke euch. Wie gesagt, wenn noch Fragen, das kommt natürlich, das kommt auf YouTube wie gewohnt und da könnt ihr in den Kommentaren eure Fragen auch stellen. Kann ich vielleicht dann eingehen, explizit. So, ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gute Nacht. Macht's gut. Tschüss.